Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir sind in unserer Einführung in die Betriebswirtschaftslehre beim letzten Mal stehen geblieben, innerhalb der Aufbauorganisation bei der prezialen Lenkung. Was ist damit gemeint? Präziale Lenkung ist die Idee, dass ich in meinem Unternehmen, innerhalb einer Organisation, eine marktwirtschaftliche Führung und marktwirtschaftliche Lenkung der Vorgänge in dieser Organisation dann vornehme. Was ist damit gemeint? Ich gebe Ihnen zwei Extrembeispiele. In einer Behörde ist es üblicherweise so, dass die Mitarbeiter morgens reinkommen, kriegen ein festes Gehalt und gehen nachmittags dann wieder und es wird gelenkt und gemanagt in der Form, dass man sagt, Mitarbeiter in X, du machst jetzt dies, das oder jenes. Und eventuell wirst du irgendwann mal befördert. Eine präziale Lenkung würde jetzt bedeuten, dass man einer Abteilung sagt, für jeden bearbeiteten Antrag, wenn es immer noch eine Behörde wäre, für jeden bearbeiteten Antrag gibt es fiktiv 5 Euro, und die Abteilung bekommt 5 Euro Budget zum Beispiel. Dann haben natürlich alle Mitarbeiter dieser Abteilung, weil sie ja wissen, wir bekommen mehr Budget, je fleißiger wir sind, haben alle einen Anreiz, mehr zu leisten, besser zu arbeiten. Und ich würde dann diese fiktiven Preise einsetzen, um dann letztlich auch innerhalb des Unternehmens das Unternehmen letztlich wie ein Markt aufzubauen, um dann dazu führen, dass sich hier marktwirtschaftliche Prozesse dann einstellen. Diese fiktiven Preise, diese fiktiven Geldbeträge, die ich bei der prezialen Lenkung dann einsetze, das sind sogenannte Lenkpreise. Das, was Sie aber fast überall in der Praxis dann immer hören werden, sind sogenannte Verrechnungspreise. Das hat man häufig bei Cost-Centern. Wie hat man sich das vorzustellen? Sie haben, und das habe ich live gesehen in der Unternehmensberatung. Sie sind ein Beratungsunternehmen und Sie kennen das vielleicht. Beratungsunternehmen müssen öfters auch mal Präsentationen vorbereiten, müssen eine PowerPoint fertig machen. Und die Unternehmensberatung hatte ein outgesourcedes Center für die gesamte, nicht outgesourced, aber ja schon outgesourced in dem Sinne, dass eine, die IT-Unterstützung war in Irland, die PowerPoint-Folien, die wurden in Indien gemacht. Und es gab für die gesamte Firma weltweit ein Cost-Center in Indien und man konnte dann die Präsentationsfolien konnte man dann dorthin schicken. Die wurden dann aufbereitet, fertig gemacht und zurückgeschickt. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt sagen würde, ja, jeder kann jederzeit seine PowerPoint-Präsentation dorthin schicken? Problem ist, dieses Cost-Center, dieses Service-Center wird total überladen mit Aufträgen und jeder denkt sich dann, na, ich habe hier einen Tippfehler, ich schicke das einfach mal ab, sollen die sich in Indien drum kümmern. Allein schon, um das zu verhindern und allen auch innerhalb des Unternehmens klarzumachen, dass natürlich, selbst wenn es kostenlos wäre, weil es innerbetrieblich ist, oder entgeltlos ist, ist es natürlich nicht kostenlos in dem Sinne, dass in diesem Cost-Center jetzt beliebig viele Anträge bearbeitet werden können. Deswegen hat dann das Unternehmen gesagt, das Budget des Projektes wird dann, sagen wir, mit 500 Euro, 300 Euro belastet, wenn man denn so eine Abfrage oder so eine Anfrage dann für eine Überarbeitung einer Präsentationsfolie dann dorthin schickt. Warum? Weil man allen klar machen wollte, es sind Kosten, die dort vor Ort entstehen, die müssen eingeholt werden. Und wenn ein Projekt sagt, ja, wir brauchen da Unterstützung durch unser Service Center, dann wird intern mit einem Verrechnungspreis das Ganze dann auch mit einem Marktpreis versehen. Verrechnungspreise sollten dann natürlich so festgelegt werden, und das ist das Schwierige daran. Sie haben natürlich innerhalb eines Unternehmens nie wirklich einen marktwirtschaftlichen Prozess. Das ist ja letztlich immer noch ein sehr kleiner und wahrscheinlich nicht funktionierender Markt mit nur einem Marktteilnehmer. Dementsprechend ist es ganz schwierig, diese Verrechnungspreise festzulegen. Was viele Unternehmen machen, ist, die sagen eben einfach, wir setzen genau die Kosten an, die dort vor Ort entstehen. Es soll natürlich nicht innerhalb eines Unternehmens ein Gewinn entstehen, sondern man schaut, entweder man nimmt genau die Kosten oder aber man schaut sich an, wie der Verrechnungspreis festzulegen ist, sodass ich gesamtbetrieblich zu einer Gewinnmaximierung komme. Ja? Das sind Verrechnungspreise, das sind Lenkpreise, mit denen ich versuche, in der prezialen Lenkung hier innerhalb eines Unternehmens ähnlich wie in der Marktwirtschaft auf einem Markt dann zu agieren.
Ja, das Dilemma der pretialen Lenkung habe ich schon eben beschrieben. Einerseits ich muss diese Preise festlegen, diese Verrechnungspreise. Und das Problem ist, die Katze beißt sich in den Schwanz. Die optimalen Verrechnungspreise kenne ich erst dann, wenn ich den Gewinn kenne. Und den Gewinn kenne ich erst dann, wenn ich die Verrechnungspreise festgelegt habe. Also, das ist ein schwieriger Prozess, weil ich eben auch keinen wirklichen Marktprozess im Betrieb habe. Worauf ich dann natürlich komme, und das Beispiel mit den PowerPoint-Folien ist eigentlich sehr gut. Verrechnungspreise orientieren sich häufig dann natürlich auch an vergleichbaren Marktpreisen anderer Anbieter. Und dann komme ich nämlich zu der Entscheidung, ganz berühmt, ich habe sie auch hier, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, make or buy. Ich muss mich als Unternehmen immer fragen, was mache ich selber, was beziehe ich vom Markt, sodass mein Gewinn optimiert wird. Und welche Dinge kann ich outsourcen? Welche Dinge mache ich lieber selber? Sehr schön sieht man das bei Automobilherstellern. Der Automobilhersteller BMW, Daimler, VW, die konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. Und ihre Kernkompetenz ist in der Regel der Zusammenbau des Autos und der Motor und noch ein bestimmte Dinge, wie vielleicht auch noch Elektrik und Elektronik. Reifen werden fast nie von Automobilherstellern selber hergestellt. Bremsen fast immer von Zulieferern. Getriebe auch meistens von Zulieferern. Und da sehen Sie genau diese klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Warum sagt denn nicht BMW oder Daimler, ich möchte gerne auch die Motoren outsourcen? Oder warum sagt BMW Daimler nicht, ich möchte jetzt auch die Bremsen selber herstellen? Die Frage ist am Ende immer, was maximiert den Gewinn meines Unternehmens? Ich könnte jetzt als BMW hergehen und sagen, ich baue jetzt auch Bremsen. Dann muss ich mir das Know-how aneignen. Ich muss entscheiden, ich muss schauen, dass ich die Bremsen so herstelle, dass sie zu meinen Produkten passen. Und ich habe gleichzeitig aber natürlich auch Probleme. Ich habe nicht die Expertise, ich muss die aufbauen, das ist sehr mühsam. Ich produziere dann natürlich eigentlich nur für mich, weil ich will ja nicht, dass BMW-Bremsen in einen Mercedes reingehen. Ich produziere dann also nur für mich, bin ein kleiner Bremsenhersteller, baue nur für mich und wenn irgendwas an den Bremsen kaputt ist, bin ich selber schuld. Variante B wäre, ich hole mir die Bremsen bei, ich weiß nicht, Schaeffler, Bosch. Und wenn die Bremsen nicht passen, wenn die schlecht sind, dann verklage ich als BMW dann Bosch oder Schaeffler oder jemand anderes. Wenn die Reifen nicht gut sind, wechsle ich von Continental zu Bridgestone oder ähnlich. Und an der Stelle sehe ich dann, Bremsen sind nicht meine Kernkompetenz. Das kann ich besser von einem sehr großen Bremsenhersteller beziehen. Und so entscheide ich an allen Stellen, make or buy, mache ich selber oder kaufe ich es ein. Wenn ich es nicht selber mache, sondern einkaufe, dann betreibe ich am Ende letztlich Outsourcing. Ich hole mir die Dinge, die Dienstleistungen und Produkte vom Markt und Outsourcing an sich ist erstmal nichts Negatives. Outsourcing heißt einfach nur, irgendjemand anderes am Markt kann das, was ich hier haben möchte, besser als ich. Outsourcing ist natürlich häufig negativ konnotiert, weil, das Beispiel hat es Ihnen gerade schon gezeigt, ich habe Dienstleistungen, sagen wir mal, minderen Schwierigkeitsgrades oder aber Dinge, die sehr gut oder sogar noch besser, aber zu einem viel niedrigeren Preis im Ausland gemacht werden können. Und ich kann sie problemlos auch aus dem Ausland beziehen. Und dann verlagere ich mein Callcenter nach Indien. Ja, das ist da billig. Die MitarbeiterInnen, die da vor Ort sitzen, die bekommen natürlich nicht die deutschen Gehälter. Und ich kann meinen Gewinn optimieren, indem ich da letztlich Lohndumping betreibe. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Globalisierung mit allen Vor- und Nachteilen. Und das wird teilweise von großen Unternehmen sehr, sehr, sehr ausgiebig genutzt. Also Dinge outzusourcen, die man vielleicht auch sonst einfach in Deutschland hätte machen können. Aber es ist dann eben billiger, das im Ausland zu machen. Okay, wir hatten
sehr viel über die Aufbauorganisation gesprochen, über die verschiedenen Formen der Organisation eines Unternehmens, zum Beispiel nach Sparten. Und die Organisationsstruktur, zu der ich jetzt als nächstes komme, ist die sogenannte Management Holding. Die Management Holding steuert rechtlich und operativ selbstständige Geschäftsbereiche. Schöne Beispiele dafür hatte ich Ihnen eigentlich auch schon genannt, nämlich zum Beispiel Haniel als ein Unternehmen. Welches Unternehmen hatte ich noch genannt? Haniel ist definitiv eine Management Holding. Bei Haniel ist es nicht mehr ganz so klar, was alles zu Haniel gehört. Auf jeden Fall, was bis vor kurzem denen noch gehörte, war meines Wissens Real, Metro und natürlich Saturn, Mediamarkt. Also wenn Sie sich gefragt haben, wem gehört denn eigentlich die Metro zu einem großen Teil und die Real-Supermärkte und Saturn und Mediamarkt, Haniel. Haniel ist ein Familienunternehmen, denen gehören aber auch noch andere Gesellschaften, die in teilweise sehr andersartigen Industriezweigen unterwegs sind. Nämlich Haniel hat auch noch einen sehr, sehr großen Hersteller und Vertrieb von Berufskleidung und einen Pharmagroßhändler. Das gehört alles noch zu Haniel. Und Sie sehen schon, Supermärkte, Computermärkte, Großhandel, Pharma-Großhandel, das sind alles Geschäftsbereiche, die haben ja nichts miteinander zu tun wirklich. Klar, es gibt ja gewisse Besonderheiten, aber häufig in Situationen, wo ich sage, ich bin Großhandel für Metzgerei-Fachdinge, für Zubehör, für Metzger, ich betreibe eine Kette für Juwelen und ich bin gleichzeitig noch Anbieter einer Internetsuchmaschine. Drei Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben. Dann könnte ich mir überlegen, jetzt löse ich meine klassische Spartenorganisation auf und ich entwickle die weiter zu einer Management Holding. Heißt, oben über allem thront die Holding. Wie bei Haniel. Haniel ist im Grunde genommen einfach nur letztlich Beteiligungskontrolling, eine Holdinggesellschaft. Haniel sitzt letztlich in Duisburg und kontrolliert einfach nur noch das, was ihre Tochtergesellschaften macht. Und Metro, Real, Saturn, Mediamarkt oder andere Geschäftsbereiche sind rechtlich selbstständig. Das sind eigenständige AGs häufig, die dann ihr Geschäft jeweils betreiben. Und die Holding schaut dann eher darauf, dass da Synergieeffekte natürlich auch genutzt werden und dass die einzelnen Gesellschaften für sich, dass die vernünftig wirtschaften. Ich habe also eine Konzernobergesellschaft, die geschäftsführende Holding hier, mal markieren, und ich habe rechtlich selbstständige Tochterunternehmen, die dann von der Holding kontrolliert werden und gesteuert werden. Vorteil ist, ich habe eine geringe Zentralisierung. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie wären der Chief Executive Officer, der Vorstandsvorsitzende, und Sie müssten sich jeden Tag mit Rückversicherung, mit Metzgerei, Fachzubehör und einer Suchmaschine beschäftigen. Das können Sie ja nicht. Sie können nicht Experte für Versicherungen, Metzgereien und Suchmaschinen sein, sondern Sie sind Manager dann an der Stelle und kontrollieren die Kennzahlen der einzelnen Tochtergesellschaften. Sie haben also eine geringe Zentralisierung, eine hohe Flexibilität in den Tochtergesellschaften. Problem ist aber natürlich auch, dass Sie möglicherweise in der Holding dann weiter weg sind von den Tochtergesellschaften. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei Real schlecht läuft, dann was bleibt Ihnen anderes übrig? Im Zweifelsfall sagen Sie dann einfach, okay, ich muss mal wieder das Management auswechseln, weil es läuft nicht bei Real. Weiterer Vorteil ist, Sie können natürlich, so wie das jetzt bei Haniel ja passiert ist, Sie können dann relativ einfach sagen, Beteiligung Metro, Beteiligung Real verkaufen, ausgliedern, Börsengang oder anders. Ja, einfach abstoßen. Und was bleibt bei der Holding? PR, Öffentlichkeitsarbeit, die allgemeine Investitions- und Finanzierungsstrategie, Führungskräfte entwickeln, aufbauen und in die Tochtergesellschaften dann entsenden, Konzerncontrolling und die allgemeine Strategie. Gut. Ja, dann zusätzlich zur Holding-Organisation kann ich dann als weiteres noch die Matrix-Organisation
unterscheiden. Bei der Matrixorganisation habe ich genau das. Hier kombiniert, was wir letzte Woche gesehen haben, funktionale Organisation und Spartenorganisation einfach kombiniert. Ich habe einerseits die Spartenorganisation, Sparte 1, Sparte 2, Sparte 3, also dass ich sage, hier, wir haben zum Beispiel LKW, PKW, Auslandsgeschäft und dann habe ich weiterhin Fertigung, Absatz, Finanzierung und komme dann so zu einer Matrix, mit allen Vor- und Nachteilen, die eine solche doppelte Organisation dann hat. Ich habe in allen Sparten dann jeweils natürlich noch die Verantwortlichkeit für die einzelnen betriebswirtschaftlichen Funktionen. Ich habe die Spartenleiter und die Funktionsbereichsleiter. Vorteil ist, wie man sich das beim Automobilhersteller vorstellen kann, die Fertigung im Bereich LKW ist wahrscheinlich getrennt von der Fertigung im Bereich PKW. Also ja, das macht schon Sinn. Im Absatzbereich ist das schon schwieriger, weil da kann ich mir ja vorstellen, dass ich bei Autohändlern PKWs neben LKWs stehen habe. Also da gibt es schon Überschneidungen und da müssen sich die Sparten auch untereinander abstimmen. Also sieht man, Vorteil ist natürlich, einerseits, ich kann mich besser an Prozesse, an neue Prozesse, an Projekte, an Marktgegebenheiten besser orientieren. Ich kann mich besser darauf auf Neues einstellen. Nachteil ist natürlich, wenn diese Sparten und Funktionen nicht wirklich, insbesondere die Sparten, nicht vollständig voneinander getrennt sind, dann habe ich wieder das Konfliktpotenzial, dass da möglicherweise mehrere Leute in einen Bereich reinfuschen können und dann muss geklärt werden, wer hat am Ende das Sagen. Gut, das erstmal zur Aufbauorganisation. Die Aufbauorganisation, genauso wie die gesamte Organisation hier, das werden Sie noch im Detail dann auch später kennenlernen, verstärkt dann auch mit Themen der Personalwirtschaft. Das wird häufig auch zusammengefasst, weil es natürlich um ähnliche Dinge geht. Ich muss Stellen schaffen, ich muss die Mitarbeiter organisieren und dann bin ich auch im Bereich Personalwirtschaft. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu dem großen Block Ablauforganisation. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, die Strukturierung des Unternehmens betrifft erstmal das Erstellen von Stellen, Bereichen, Abteilungen und dann die Aufbauorganisation. Und wenn ich die dann stehen habe, muss ich mir überlegen, wie sollen die Prozesse im Unternehmen ablaufen. Häufig werde ich das Ganze IT-gestützt machen und ich muss dann die Ablauforganisationsentscheidung, häufig verstanden als Geschäftsprozesse, die muss ich strukturieren, die muss ich managen und diese Ablauforganisationsentscheidungen, die betreffen immer Regelungen, wie die Arbeitsabläufe unmittelbar ausgeführt werden sollen. Also wie, ja, wenn wir jetzt mal wieder an meine Pizzeria denken, ich habe jetzt alles organisiert, ich habe jetzt gesagt, du bist der Pizzabäcker, du bist die Geschäftsführerin und die dritte Person ist hier mein Auslieferer und jetzt habe ich die Stellen geschaffen, ich habe das Ganze organisiert und jetzt muss ich sagen, was habe ich denn für Geschäftsprozesse? Ein Geschäftsprozess ist, Bestellung kommt rein, Pizza muss vorbereitet und hergestellt werden und dann muss ich mir überlegen, wie soll dieser Arbeitsablauf genau aussehen. Das Ganze muss effizient gestaltet werden, es muss aber auch menschenwürdig gestaltet werden. Ich werde jetzt nicht sagen, ich stelle da drei Öfen in einen Raum rein, ist mir egal, ob es 65 Grad sind, die Mitarbeiter müssen da trotzdem arbeiten. Es muss effizient, menschenwürdig, rechtskonform natürlich ablaufen. Ich kann nicht irgendwie verlangen, dass Mitarbeiter 16 Stunden am Stück arbeiten und ich muss es eben mit IT-Systemen, insbesondere den ERP-Systemen, dann auch hier strukturieren. Wie fange ich erstmal an? Eigentlich mit der Arbeitswissenschaft. Arbeitswissenschaft ist die Frage, wie ich Arbeitsabläufe, Arbeitsplätze ergonomisch gestalten kann, sodass der Mensch nicht zu stark beansprucht wird, es Unfälle vermieden werden, das Ganze immer noch effizient läuft und ich Arbeitsschutzregelungen und auch Unfallschutzvorschriften einhalten kann. Also Rahmenbedingungen der Arbeit optimal gestalten. Dann beschäftige ich mich bei den Arbeitsabläufen erstmal mit Aktivitäten. Eine Aktivität ist die kleinste Ausführungseinheit. Das heißt also, ich nehme den Hammer, ich hau auf die Schraube. Das Ganze fasse ich dann zusammen zu einem Workflow. Also wenn ich alle
zusammengehörigen und nacheinander ablaufenden Aktivitäten zusammenfasse, heißt, linke Hand nimmt den Pizzateig, knetet den Pizzateig, wirft den Pizzateig dreimal in die Luft und dann kommt die Pizza wundersamerweise flach und rund irgendwie auf meinen Teller. Und ich nehme den Pizzateig, pack's in eine Form, schmier Tomatensauce drauf, Salami drauf und ab in den Ofen. Dann ist das der Workflow. Unterschiedliche Workflows, die auch wieder zusammengehören, die fasse ich dann zu einem Geschäftsprozess zusammen. Der Geschäftsprozess wäre dann an der Stelle Pizzabestellung und Herstellung. Dass ich sage, ein Workflow ist der Workflow für den Eingang der Bestellung. Zum Beispiel kommt es über Lieferando, Pizza Hut oder was nicht alles, kommt die elektronische Bestellung ein oder aber kommt per Telefon rein oder aber es kommt jemand ins Geschäft und sagt, ich hätte gerne Pizza Salami. Das ist erstmal der Workflow Bestellung. Am Ende dieses Workflows steht natürlich die Aktivität, dass ich vielleicht, sieht man ja auch in den Pizzerien schon, das ist ja nicht völlig weltfremd, ich sehe auf einem Zettel, entweder gedruckt oder einfach nur aufgeschrieben, steht Pizza Salami. So, dieser Zettel wird ja dann weitergereicht an die Person, die am Pizzaofen steht. Und dann beginnt der nächste Workflow, nämlich die Herstellung der Pizza. Ich sehe, Startschuss ist, ich kriege hier einen Zettel gereicht, Pizza Salami. Also Teig nehmen, kneten, rollen, Salami drauf und Tomatensauce und Käse hoffentlich ab in den Ofen. Pizza kommt raus, wird erstmal, ja, was ist denn dann das Ende? Wird dann auf den Tisch gepackt in einer Pizzabox. Und dann fängt der nächste Workflow an und so komme ich dann zu meinem Geschäftsprozess. In großen Unternehmen habe ich häufig auch einen sogenannten Chief Processing Officer, also jemanden, einen Manager oder auch leitende Angestellte, die mit dieser Ablauforganisation im Betrieb betraut sind und die versuchen, diese Geschäftsprozesse zu optimieren. Und ja, Zielsetzung ist dann natürlich klar, Kosteneffizienz, möglichst wirtschaftlich, im Idealfall auch Gewinn maximieren, das ist natürlich dann kosteneffizient, kundenorientiert und menschenwürdig, legal, motivierend. Wenn ich mir jetzt natürlich vorstelle, ich sitze den ganzen Tag da und mache immer nur den mit dem Hammer, ist das nicht sonderlich motivierend. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich hier diesen Prozess, diesen Workflow motivierender gestalten kann. Bei der Arbeitsstrukturierung steht dann natürlich auch der Arbeitsinhalt selbst zur Disposition. Ich muss also wieder meinen Arbeitsvorgang in Teilvorgänge unterteilen. Das wäre der Punkt, dass ich sage, ich bin der Pizzabäcker, ich habe bislang immer alles selber gemacht, alleine. Und ich stelle fest, mein Geschäft wächst jetzt so rasant, ich brauche Mitarbeiter, die mir helfen. Und dann sage ich, ich stelle jetzt eine Person ein für die Kasse und ich stelle jetzt eine Person ein zum Ausliefern. Dann zerlege ich ja meinen bisherigen Arbeitsprozess, den ich alleine erledigt habe, in Teilvorgänge, sodass die Leute, die für mich arbeiten, hochspezialisiert sind, das Ganze effizienter auch ausführen können. Und dann habe ich die Arbeitsspezialisierung. Problem dabei kann natürlich sein, hohe Fluktuationsrate, hoher Krankenstand, Qualitätsprobleme, Motivationsprobleme, auch bei der Pizzeria, gehen wir mal alles durch. Ich habe den Mitarbeiter, der fährt jetzt die Pizzen aus, der denkt sich, ach, ich kriege mein Geld und das Trinkgeld ist auch nicht so gut, ach Pizza, ja komm, ich fahre nochmal eine Runde mit dem Auto, ist okay. Ich fahre nicht den schnellsten Weg, dann brauche ich zwar mehr Benzin, aber ich zahle es ja nicht. Dann habe ich die Person an der Kasse, die Person greift ständig selber in die Kasse und klaut. Ich bekomme also überall Qualitätsprobleme und vielleicht auch, wenn da immer den ganzen Tag jemand nur rumfährt, der sagt irgendwann so, oh, ich habe heute keine Lust, Pizzen rumzufahren. Ich bleibe heute zu Hause, ich melde mich krank, dann rieche ich auch nicht heute Abend wieder nach Sardellen oder so. Ich denke, der ein oder andere hat sowas schon auch mal real gesehen. Wenn ich da an meinen Lieblingsimbiss denke, kann ich direkt sagen, Sie glauben gar nicht, wie oft ich gesehen habe, dass die Eigentümer mit ihren Aushilfen für den Fahrdienst gemeckert haben. Ja? Erster Punkt ist, was macht man natürlich, um die Mitarbeiter zu motivieren, schnell und wenig zu fahren, also vor allem
Benzin sparen, zu sagen einfach, ja, nee, wir stellen ja nicht das Auto. Benzin und Auto muss selber gefahren werden. Und da gibt es einfach eine Pauschale. Es gibt einfach einen höheren Stundensatz, aber dafür muss das eigene Auto genutzt werden. Sodass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, der die dann die Pizzen zum Beispiel rumfährt, die Person hat einen Anreiz, möglichst kostensparend rumzufahren. Ja? Wie oft habe ich in meinem Lieblingsimbiss gesehen, dass die Aushilfen angemeckert worden sind? Warum bist du noch hier? Ja, wieso hast du so lange gebraucht? Ja, der hat nicht aufgemacht und was nicht immer. Ja? Fluktuationsrate will ich gar nicht drüber reden. Ich habe einmal tatsächlich erlebt, wie die Aushilfe live im Laden richtig entlassen wurde, weil die war irgendwie zu langsam. Ne? Und das war eine Bedienung, also richtig schlimm. Ja? Muss nicht unbedingt so sein, aber diese Probleme haben sie dann häufig. Und das ist natürlich ein Problem. Erstmal einerseits die Aufgabenspezialisierung. Das macht halt nicht so viel Spaß, jeden Tag immer nur als Aushilfe das Gleiche zu tun. Zweite Problem ist, klassischer Fall wieder, Prinzipal-Agent. Sie haben die beiden Eigentümer, das Eigentümer-Ehepaar, und sie haben eine Aushilfe auf 450-Euro-Basis. Und die Anreize sind natürlich völlig anders. Die Eigentümer wollen Gewinn, Gewinn, Gewinn. Die Aushilfe will möglichst wenig für das fixe Gehalt arbeiten. Und dann kommt es zu Konflikten. Was kann ich denn tun? Jetzt nicht unbedingt, um das Prinzipal-Agenten-Problem zu lösen, aber um die Mitarbeitermotivation zu steigern. Job-Enrichment, Job-Enlargement, Job-Rotation. Aufgabenbereicherung, Erweiterung und Aufgabenwechsel. Ich gucke mal gerade, es kommt jetzt hier nicht mehr auf den Folien. Aufgabenbereicherung. Was ist Aufgabenbereicherung? Aufgabenbereicherung kann so aussehen, sehr einfaches Beispiel. Ich habe jetzt hier den klassischen Fließbandjob. Ich habe einen Hammer, ich hau auf das Stück Metall. Um den Job jetzt anspruchsvoller zu machen, auch nicht mehr körperlich so anstrengend zu machen, können wir jetzt sagen, ich stelle jetzt hier einen Roboter hin. Lieber Mitarbeiter, du hast jetzt hier ein Pad oder du hast ein Smartphone und du steuerst jetzt den Roboter mit deinem Smartphone. Dann mache ich nicht mehr mit dem Hammer den hier, sondern mache mit dem Smartphone den hier. Ist zumindest schon mal ein bisschen weniger anstrengend. Job Enlargement, Aufgabenerweiterung, das ist der Punkt, dass ich sage, okay, lieber Mitarbeiter, du hast jetzt hier immer mit dem Hammer auf die Schraube gehauen. Wir machen jetzt eine Aufgabenerweiterung. Wir erstmal neutral, ja, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt Mitarbeiter entlassen möchte, dass ich sage, Mitarbeiter in kriegt jetzt nicht nur den Hammer in die Hand und haut auf das Stück Metall, sondern MitarbeiterIn nimmt jetzt auch noch die Schraube, die fertig ist, und legt sie danach auf eine Waage, danach als dritten Schritt in eine Prüfmaschine und wiegt die Schraube, prüft die Qualität, sodass ich weitere Aufgaben mit dazu nehme. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin macht jetzt nicht mehr jeden Tag den hier, sondern ich habe zumindest drei Aufgaben in diesem Arbeitsschritt. Und Aufgabenwechsel ist natürlich ganz einfach, die klassische Rotation, dass ich sage, du bist heute an der Kasse und morgen sitzt du an der Popcorn-Theke und übermorgen bist du in der Abrechnung. Dass ich sage, jeden Tag gibt es mal andere Aufgaben. Nachteil ist natürlich, ich bin da nicht mehr so spezialisiert, ist klar. Okay, ja, alles wird mit IT unterstützt. Ich denke, das ist klar und interessant an der Stelle könnte für den einen oder anderen nur sein, dass man an der Stelle zu dem Bereich Techniksoziologie kommt. Das ist tatsächlich einer der wenigen Bereiche, wo wir sehr starke Überschneidungen als BWL mit der Soziologie haben, weil wir dort natürlich uns beschäftigen müssen mit Fragen, wie Menschen miteinander interagieren, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Gesellschaft strukturiert ist und wie dann auch Mensch und Maschine zukünftig noch stärker zusammenarbeiten, zusammen kombiniert werden können. Und das guckt man sich insbesondere im Bereich der Techniksoziologie an. Gut, ich würde sagen, Fragen können wir noch weiter sammeln und ich würde dann jetzt erstmal auf das nächste große Kapitel eingehen, Arbeitszeit, Mitbestimmung und Personalführung. Also letztlich geht es jetzt hier um schon langsam Personalwirtschaft. Wir sehen ja, hinterher kommen wir noch zur Personalplanung, aber das ist eigentlich schon der erste Teil zur Personalwirtschaft. Und wir fangen an mit
was ziemlich banal, nämlich den Beschäftigungsformen. Wie kann ich Mitarbeiter einstellen? In was für Arbeitsverhältnissen kann ich die in mein Unternehmen holen? Ich trinke mal kurz was, sonst habe ich gleich keine Stimme mehr. Wir fangen an mit dem Idealfall, dem Normalarbeitsverhältnis, was letztlich ein Denkkonstrukt darstellt auf die Arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen. Das ist der Standardfall, nämlich dass ich eine 100%ige volle Stelle habe, unbefristet. Also habe ich das Vollarbeitsverhältnis, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das sollte natürlich ein existenzsicherndes Einkommen gewähren. Hoffen wir es mal. Ne? Spätestens bei der Rente wird das wohl in Deutschland nicht mehr der Fall sein. Aber das ist das Normalarbeitsverhältnis, volle Stelle. Und dann habe ich noch das Kontinuitätsprinzip, das eigentlich, das ist wie gesagt diese Idealvorstellung des Normalarbeitsverhältnisses, dass ich früher noch fast immer, heute immer weniger, dass ich im Grunde genommen bei einem Unternehmen anfange, dort werde ich ausgebildet und dort bleibe ich bis zur Rente und alles andere ist nur vorübergehend und unfreiwillig. Also wenn mich niemand entlässt, dann bleibe ich auf meinem Stuhl hier sitzen, bis ich 67 bin. Die sozialen Sicherungsansprüche bemessen sich natürlich dann nach der Dauer des Normalarbeitsverhältnisses und dem dabei erzielten Einkommen. Wir werden hier in dieser Vorlesung nicht so dezidiert auf die Sozialversicherungssysteme in Deutschland eingehen, das lernen Sie an anderer Stelle, aber es ist klar, die volle Rente als Angestellter, die bekommen Sie natürlich, wenn Sie die volle Zeit ein Normalarbeitsverhältnis, also eine volle Stelle gehabt haben. Wenn Sie zwischenzeitlich nur Teilzeit gearbeitet haben, 50-75%, dann sind natürlich auch Ihre Ansprüche zum Beispiel aus der gesetzlichen Rentenversicherung niedriger. Problem ist in Deutschland, Zahl der Normalarbeitsverhältnisse ist rückläufig und immer mehr atypische Beschäftigungsverhältnisse, wobei man leider sagen muss, viele davon sind heutzutage schon eher typisch. Das erste ist die Teilzeitarbeit als erstes Beispiel für ein atypisches Beschäftigungsverhältnis. Heißt, die Arbeitszeit liegt unterhalb der regelmäßigen tarifrechtlichen Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte. Sie haben also nicht bei leitenden Angestellten häufig eine 40-Stunden-Woche, sondern Sie sagen, ich habe nur 20 Stunden, Sie haben nur eine 75%-Stelle. Wie Sie das aushandeln, ist dann mit dem Arbeitgeber zu regeln. Es kann sein, dass Sie sagen, ich mache eine 4-Tage-Woche. Es kann sein, dass Sie halbtags beschäftigt sind, dass Sie nur 2-2,5 Tage arbeiten. Es kann aber auch sein, dass Sie sagen, ich arbeite 3 Monate voll, 3 Monate gar nicht. Oder Sie arbeiten 6 Monate und dann 6 Monate gar nicht. Das ist also hier auch bei der Turnusteilzeit ist das teilweise möglich. Das finden Sie häufig bei zum Beispiel Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, weil Wirtschaftsprüfer, die prüfen ja Bilanzen und Jahresabschlüsse. Und da gibt es eine heiße Phase, nämlich um den Jahreswechsel herum. Das nennt man auch schon die Prüfsaison, weil da werden die ganzen Jahresabschlüsse zum Ende des Jahres erstellt, genauso wie die Steuerbescheide und die Steuererklärung. Und dann hat man in dieser Phase sehr viel zu tun und im Sommer ist Flaute. Da kann man auch sagen, okay, ich arbeite jetzt im Winter Vollzeit und im Sommer mache ich 3 Monate Urlaub. Gut. Ziel dieser Teilzeitarbeit ist gemäß, es gibt dafür ein Gesetz, das Teilzeitenbefristungsgesetz, die Ausweitung der Teilzeitbeschäftigten in allen Berufsgruppen, auch bei qualifizierten Tätigkeiten und leitenden Positionen. § 6 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Teilzeitarbeit an sich ist erstmal absolut nicht negativ zu sehen. Erinnern Sie sich, oder müssen sich jetzt nicht erinnern, aber stellen Sie sich einfach mal die Konstellation vor, gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren. Bei fast Vollbeschäftigung, da wurden Sie schief angeschaut, wenn Sie Teilzeit verlangt haben. Da hat man gefälligst voll zu arbeiten und die Gesellschaft war so konservativ und zugestaubt, dass es im Grunde genommen so aussah, der Mann hat zu arbeiten, die Frau bleibt vollständig zu Hause und Teilzeit gibt es nicht. Ja, also wer Teilzeit ist hier Verrat am Arbeitgeber, Fadenflucht, Teilzeit gibt es nicht. Und man muss jetzt erstmal sehen, wenn man natürlich in einem solchen starren System ist, wo man sagt, Vollzeitarbeit oder gar nichts, Vollzeit oder Arbeitslosigkeit, dann ist natürlich klar, jedes Aufbrechen dieses starren Systems führt dazu, dass Mitarbeiter, oder nein, besser gesagt,
Personen, sind ja dann keine Mitarbeiter, dass Personen, die gerade auch in der Arbeitslosigkeit sind, erstmal die Möglichkeit bekommen, wieder in den Job zu kommen. Teilzeitarbeit ermöglicht natürlich auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil Eltern zu Hause bleiben können, zumindest 2-3 Tage. Oder aber sie arbeiten nur vormittags, wenn das Kind in der Schule, in der Kita ist und sind nachmittags zu Hause. Also Teilzeitarbeit, obwohl atypisch, erstmal natürlich sehr gut, weil es gibt mehr Flexibilität und diese Flexibilität kommt den MitarbeiterInnen zugute. Teilzeitkräfte dürfen natürlich nicht gegenüber Vollzeitkräften diskriminiert werden. Ja, das passiert auf dem Papier natürlich nie, aber faktisch passiert das natürlich trotzdem. Ich gebe Ihnen einige extreme Beispiele, wobei man natürlich schon sagen muss, da muss man jetzt auch nicht rumheulen. Ein großes Thema ist das häufig bei Beförderungen. Und wir können jetzt eine sehr angeregte Diskussion darüber führen, wie man das zu werten hat. Sie stellen sich mal vor, eine große Anwaltskanzlei, ja, das wird bei vielen, denke ich, der Fall sein, eine große Anwaltskanzlei. Als Anwalt, als Jurist fangen Sie bei diesen großen Top-Kanzleien so mit 100.000, 120.000 Euro Jahresgehalt an. Mit Mitte 20 nach dem Referendariat. Also wenn Sie das hören, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, Mist, hätte ich mal besser Jura studiert. Sie fangen da mit 100.000, 120.000 an, als Angestellter. Und wenn Sie mit 100.000, 120.000 Euro anfangen, dann können Sie sich vorstellen, was wohl die Partner, also die Anwälte, die Eigenkapitalbeteiligte sind, denen die Firma zu einem Teil gehört. Die werden mit 400.000, 500.000 teilweise im Jahr nach Hause gehen. Dafür arbeiten die natürlich auch bis Mitternacht. Und jetzt stellen Sie sich mal die folgende Situation vor. Sie haben dort 2 Personen. Es muss jetzt nicht Mann, Frau sein. Es kann ja auch der Mann in Elternzeit gehen. Und dann sagt der eine, sagt beide auf dem gleichen Karrierelevel, der eine sagt, ich arbeite jetzt hier voll weiter, der andere sagt, ich gehe jetzt in Teilzeit, ich mache jetzt nur den halben Job, weil ich will meine Kinder auch mal sehen, bevor sie 18 werden. Dann ist natürlich die Frage, wonach wird denn befördert in solchen Unternehmen? Am Ende, wie viel Neugeschäft reinkommt? Der eine Mitarbeiter, der voll arbeitet, der holt irgendwie, sagen wir mal, 5 Millionen an Umsatz rein. Der Teilzeit arbeitet, holt 2,5 Millionen rein. Natürlich auch nur mit halber Arbeitskraft. Wer wird befördert? So, muss sich jeder selber überlegen. Eigentlich, gesetzlich, müssten beide gleich behandelt werden. Eventuell sagt das Unternehmen, aber trotzdem mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, nee, tut uns leid, also Teilzeit ist hier nicht. Ne? Kannst du gerne machen, aber erwarte nicht, dass du befördert wirst. Oder du musst halt doppelt so lange auf die Beförderung warten. Noch extremer ist das auch, so habe ich das zumindest schon aus erster Hand gehört, auch an Kliniken in Krankenhäusern. Es ist halt dort so, wenn Sie dort Oberarzt und der Chefarzt werden möchten, dann gehen Sie nicht in Teilzeit. Weil sie haben dort KollegInnen, die dort den ganzen Tag und die ganze Nacht sitzen, die arbeiten sich da die Finger wund und wenn sie dann kommen und sagen, ich mache Teilzeit, ich will aber bei meinen Kindern sein, dann werden ihre Kollegen ihnen sagen, ach ja, dann geh mal schön nach Hause, ne? Aber erwarten nicht, dass du befördert wirst. Das Argument, dass man auch nur das halbe Gehalt bekommt, das zählt nicht, weil natürlich dann häufig gesagt wird, ich arbeite ja hier auch mehr dafür, dass ich zukünftig irgendwann mal befördert werde. Und da habe ich jetzt schon von vielen Bekannten gehört, dass gerade in Krankenhäusern Teilzeit ein absoluter Karrierekiller ist. Das ist nicht schön, muss man aber auch einfach erstmal als Realität anerkennen. Ne? Man muss dann eher schauen, was man dagegen machen kann. Sie haben als Arbeitnehmer in Anspruch auf Umwandlung einer Vollzeit in eine Teilzeitstelle, wenn Sie mindestens 6 Monate dem Betrieb zugehört haben. Und ArbeitgeberInnen dürfen mit Hinweis auf betriebliche Gründe ablehnen. Es gibt eben bestimmte Positionen, da kann nicht Teilzeit gearbeitet werden. Sie können jetzt bei bestimmten Positionen und bei bestimmten Jobs auch nicht einfach sagen, da geht halt nur Teilzeit. Und natürlich auch bestimmte Zeiten nicht. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel schwer vorstellen, dass ein Postbote, eine Postbotin sagt, ich möchte Teilzeit arbeiten, aber nur nachmittags. Ja, wenn die Post morgens verteilt werden muss, dann geht es halt nicht nachmittags. Ja, muss halt andere Möglichkeiten geben.
Das ist Teilzeit. Es gibt dann auch die Form der befristeten Beschäftigung, dass das Arbeitsverhältnis, bei dem der Vertrag auf eine bestimmte Zeit geschlossen wird, einerseits eine Zeitbefristung, also ich sage Vertrag für 2 Jahre, Vertrag für 1 Jahr, oder die Zweckbefristung, dass ich sage, du bist jetzt hier so lange beschäftigt, bis der Spargel geerntet ist. Dann habe ich eine Zweckbefristung, oder du bist jetzt hier so lange beschäftigt, bis das Haus gebaut ist. Ja, dann endet das Arbeitsverhältnis mit der Erbringung der Arbeitsleistung. Okay. Es gibt natürlich bei der befristeten Beschäftigung gesetzliche Regelungen, die vorsehen, dass eine Befristung nicht einfach nach Gutdünken erfolgen kann. Nämlich nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz muss es einen sachlichen Grund geben. An der Universität ist das bei MitarbeiterInnen häufig die Promotion, also eine wissenschaftliche Qualifikation, dass gesagt wird, die Stelle wird befristet, bis dieser das Qualifikationsziel erreicht ist. Ja? Erkrankung, vorübergehender Arbeitsbedarf, Probezeiten, unmittelbare Anschlusstätigkeit an Ausbildung oder Studium oder Nebenbeschäftigung. Das sind alles Gründe, sodass ich sage, ich stelle jetzt jemanden ein, weil zum Beispiel die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter auf der Stelle ist jetzt gerade 1 Jahr erkrankt oder ist gerade in der Schwangerschaft, ist in Elternzeit. Dann habe ich eine Elternzeitvertretung und dann ist klar, wenn die Person wieder aus der Elternzeit zurückkommt, dann muss die Stelle ja wieder frei werden, also kann ich dann dort die Stelle befristen. Wenn keine sachlichen Gründe vorliegen, darf die Befristung maximal 2 Jahre betragen und innerhalb dieser Höchstgrenze nur 3-mal verlängert werden, weil das ist natürlich ein beliebtes Spiel gewesen bei Arbeitgebern, dass man sagt, und nochmal ein halbes Jahr, und nochmal ein halbes Jahr, und nochmal ein Jährchen. Und wenn du mir dann immer noch nicht gefällst, dann entlasse ich dich halt wieder. Ich muss dich ja nicht entlassen, sondern der Vertrag läuft einfach aus. Bei neu gegründeten Unternehmen ist die Befristung ohne sachliche Gründe bis maximal 4 Jahre möglich, weil klar ist, bei neu gegründeten Unternehmen, die können eh noch relativ schnell pleite gehen. Da muss ich flexibler sein als jetzt bei alteingesessenen Unternehmen. Also nur mit Befristungsgrund, ansonsten maximal 2 Jahre. Dann kommen wir zu einem ganz schlimmen Thema der sogenannten Leiharbeit, dem Personalleasing. Eine Arbeitgeberin, das ist der Verleiher oder das Zeitarbeitsunternehmen, überlässt jetzt einem dritten ArbeitnehmerInnen zur Erstellung einer bestimmten Arbeitsleistung. Idee ist es, dass ich, und die Idee ist an sich gut, ja, dass ich sage, ich betreibe jetzt eine Personalleasing-Firma, ein Zeitarbeitsunternehmen. Und Zeitarbeit bedeutet, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich gründe die Gregor Weiß Zeitarbeits GmbH. Ich stelle jetzt 20 von Ihnen ein. Was können Sie? Sie können Unternehmen analysieren. Und Sie können vielleicht auch schon in Excel bestimmte Daten analysieren. Und ich würde jetzt sagen, liebe Arbeitgeber, wenn ihr Datenanalysten braucht, wenn ihr MitarbeiterInnen benötigt, die bestimmte Daten auswerten, dann verleihe ich euch meine 20 MitarbeiterInnen und kassiere dafür, sagen wir mal, pro Tag 100 Euro. Oder sagen wir besser, pro Tag vielleicht, machen wir es mal pro Stunde, ich kassiere dafür 20 Euro die Stunde. Und dann sage ich, liebe Studis, ihr bekommt 15 Euro Stundenlohn. Die 5 Euro Differenz sind jetzt für mich als Zeitarbeitsunternehmen dafür gedacht, dass ich auf die Suche nach Auftraggebern suche, dass ich Werbung betreibe, dass ich selber auch 1-2 Mitarbeiter noch einstelle, die für die Gehaltsabrechnung zuständig sind. Und in dieser Konstellation wäre das natürlich Win-Win. Ich stelle Mitarbeiter ein, ich schaffe Arbeitsplätze, ich bringe auch einen Mehrwert, weil ich ja versuche, Sie, die jetzt am Ende des Tages auch nicht in der Lage sind, jetzt regelmäßig so viele Auftraggeber zu finden, ich bringe Sie in Lohn und Brot, ich bezahle Sie gut mit einem hoffentlich guten Stundenlohn, 15 Euro müssen wir drüber reden, wahrscheinlich sollte er ein bisschen höher sein, und ich bekomme einen Mehrwert und ich kann auch noch ein bisschen Gewinn erwirtschaften. Und das Unternehmen sieht eventuell, wir haben jetzt Bedarf für 2 Monate. Wir könnten jetzt eine Aushilfe einstellen, aber wir wissen einfach, Gregor Weiß, Zeitarbeitsunternehmen GmbH, die sind zuverlässig, die bringen uns gute Leute ran. Dann läuft das. So, das ist die Idealvorstellung. Ne?
Problem ist aber natürlich, in was ist das entartet und in was hat sich das leider entwickelt? Es hat sich leider entwickelt in ein System, wo Personalleasingunternehmen einen Haufen Mitarbeiter einstellen oder besser noch schlimmer. Unternehmen X entlässt einfach 1000 Mitarbeiter. Die 1000 Mitarbeiter stehen auf der Straße, werden dann von einer Personalleasinggesellschaft aufgesogen und werden danach dann zu einem schlechteren Stundenlohn als vom Zeitarbeitsunternehmen entsendete Mitarbeiter wieder an das Unternehmen X entliehen und arbeiten dann da für schlechteres Geld. Und wenn das Unternehmen feststellt, oh, wir brauchen diesen Monat nur 800, dann stehen halt 200 mal wieder schnell auf der Straße. Also es ist eine Flexibilisierung für das Unternehmen, aber am Ende führt das eigentlich nur zu, in vielen Fällen, zu Lohndumping. Und das Problem ist eben, es sollte eigentlich das Prinzip des Equal Pays gelten, gilt aber leider häufig nicht. Also das ist ein Problem beim Personalleasing. Wenn Sie es weiterspinnen, muss man natürlich umgekehrt auch sagen, Unternehmensberatung, Consulting, ist die Paradedisziplin des Personalleasings. Das ist nichts anderes, aber da beschwert sich niemand, weil alle gut bezahlt werden. Ne? Die Beratungsgesellschaft, die Partner, stellen Hochschulabsolventen wie Sie ein, McKinsey, Boston Consulting Group, Accenture, wer auch immer. Die stellen MitarbeiterInnen ein und werden dann an Unternehmen letztlich entliehen als Berater, die dann dort Projekte leisten. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, gehen die Mitarbeiter, die Berater wieder zurück und gehen dann auf das nächste Projekt. Der Unterschied ist nur, der Berater bekommt dann 80.000, 90.000 im Jahr dafür, der wird sich nicht beschweren. Das Unternehmen muss niemanden einstellen, zahlt dann dafür aber 1.200, 1.500 bis zu 2.000, 3.000 Euro pro Beratertag an Bezahlung an das Beratungsunternehmen. Ja, und niemand würde das als Personalleasing auffassen, sind halt auch alle glücklich und gut bezahlt. Ne? Aber am Ende ist nichts anderes. Es werden Mitarbeiter einfach entliehen. Ne? Okay. Man kann das eben umgehen und Personalleasing ist ein riesiges Streitthema. So, kommen wir noch zu einer weiteren, richtig unangenehmen Form eines atypischen Beschäftigungsverhältnisses, der Scheinselbstständigkeit. Sie sehen schon auf der Folie, was das ist. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel. Das Durchlesen können Sie ja selber. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel, wo ich schon vor 20 Jahren Scheinselbstständigkeit gesehen habe. Ich habe während meiner Schulzeit und während des Zivildienstes als freier Mitarbeiter bei einer Lokalzeitung gearbeitet. Und bei Zeitungen hat sich das, war das sehr, sehr beliebt. Was ist bei Zeitungen passiert? Die hatten früher vielleicht mal 6 hauptamtliche Redakteure, alle sehr gut bezahlt mit 5.000, 6.000 Euro brutto Monatsgehalt. Und was die Zeitungen dann natürlich auf Druck des Internets nach und nach gemacht haben, die haben diese Stellen nicht wieder besetzt, die haben die Redakteure entlassen, haben aber dann einfach Studierende, auch Absolventen eingestellt, aber als selbstständige freie Mitarbeiter. Und das lief dann letztlich so, ich war ja selber freier Mitarbeiter, aber ich war jetzt nicht scheinselbstständig. Ich bin jeden Samstag, Freitag dahin gegangen, habe mir meine Aufträge abgeholt und habe dann damals noch in D-Mark für jeden kleineren Artikel 40 D-Mark bekommen. So, ich habe dann 3 Aufträge gehabt, habe dann mir ein bisschen Geld dazu verdient, alles wunderbar. Es gab aber auch Mitarbeiter, die älter waren, die, sagen wir mal 25 bis 30 oder 35 schon, die hatten einen festen Arbeitsplatz in der Redaktion. Die haben jeden Tag dann 10, 12 Artikel bekommen und wurden jeden Tag für 10, 12 Artikel als Selbstständige bezahlt. Und da, in dem Fall war es sogar noch extremer, die hatten nicht nur den eigenen Arbeitsplatz, die hatten auch feste Arbeitszeiten in der Hinsicht, dass dann gesagt wurde, Mitarbeiter X, du bist am Sonntag hier eingeteilt, du machst Sonntag den Lokalteil für Montag. Die Mitarbeiter, die freien Mitarbeiter, hatten feste Arbeitszeiten, festen Arbeitsplatz. Der Unterschied war nur, dass wenn sie natürlich selbstständig sind, zahlen sie nicht in die Sozialversicherungskassen ein. Sie zahlen nicht in die Arbeitslosen, Rentenkasse, Krankenversicherung etc. ein. Das ist anfangs ist das natürlich nett und interessant für mich ja auch als Selbstständiger damals. Am Ende bleibt netto mehr vom Brutto übrig.
Problem ist aber, das Unternehmen spart sich dann natürlich auch den Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung und das ist ein Problem. Das ist die Scheinselbstständigkeit, weil letztlich diese MitarbeiterInnen waren nicht mehr wirklich selbstständig, die waren nur auf dem Papier selbstständig. Faktisch waren sie dort wie alle anderen Mitarbeiter angestellt mit festem Arbeitsplatz, festen Arbeitszeiten, Ähnlichem. Das ist die Scheinselbstständigkeit, ist ein Problem, ist letztlich dann Sozialversicherungsbetrug. Ne? Also da gibt es auch entsprechende rechtliche Vorschriften, die das eigentlich unterbinden sollen. Weiteres atypisches Beschäftigungsverhältnis ist die Heimarbeit. Homeoffice, muss ich glaube ich nichts dazu sagen, ist eben auch schon vor der Covid-Pandemie gesetzlich auch geregelt gewesen, dass es sowas gibt und das werden wir zukünftig natürlich noch viel mehr sehen. Ja? Wobei, ich muss ein bisschen unterscheiden, jedes Mal verwechsel ich es. Heimarbeit ist, wenn Sie zu Hause sitzen und zum Beispiel zu Hause Schrauben in Spielzeug drehen oder Ähnliches, oder vielleicht nicht in Spielzeug, aber wenn Sie irgendwie zu Hause zwei Teile nehmen und zu Hause arbeiten, wenn Sie zu Hause Decken stricken für einen Arbeitgeber. Das ist Heimarbeit. Das, was wir eigentlich unter Homeoffice verstehen, das ist im deutschen Sprachgebrauch, ist das die sogenannte Telearbeit. Ne? Mit VPN-Network, man kann früher Softwareentwicklung, Datenerfassung, Telefonmarketing und sowas. Seien wir ehrlich, das ist jetzt durch Covid, ist das schon ein bisschen überholt. Im Grunde genommen, wir alle machen Homeoffice. Ne? Weiteres atypisches Beschäftigungsverhältnis, geringfügig oder kurzfristig Beschäftigte, ist ein Sammelbegriff für ein relativ großes Spektrum an Tätigkeiten nach § 8 im SGB 4. Geringfügig Beschäftigte, das sind die Minijobs, das sind die 450-Euro-Jobs. Kurzfristige Beschäftigung oder Saisonarbeit, da darf die Beschäftigung nicht die Dauer von 2 Monaten oder 50 Arbeitstage überschreiten. Das sind die Saisonarbeiter, die für die Spargelernte rangeholt werden. Ist auch eine weitere Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse gewesen, weil irgendwann die Bundesregierung gesagt hat, das war natürlich die Schröder-Regierung, größtenteils, mit 4-5 Millionen Arbeitslosen und nur der Möglichkeit, Vollzeit oder arbeitslos, so kriegen wir die Menschen nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus. Also müssen wir auch im Interesse der Wirtschaft dieses starre System der Beschäftigungsmöglichkeiten aufbrechen und Minijobs schaffen, kurzfristige Beschäftigungsmöglichkeiten geben, weil am Ende die Jobs gab es ja trotzdem. Die Mitarbeiter waren ja trotzdem so beschäftigt. Die wurden halt einfach schwarz angestellt. Das hat eigentlich nur dazu geführt, dass die Schwarzarbeit geboomt hat bis zum geht nicht mehr, also damals stärker als heute. Und man hat diese Beschäftigungsform ermöglicht und geschaffen mit dem unangenehmen Nebeneffekt, dass natürlich in bestimmten Bereichen auch sehr viele festangestellte Jobs weggefallen sind und durch Minijobs ersetzt worden sind. Schauen Sie mal bei Kaufland, Aldi, Lidl, wie viele MitarbeiterInnen da tatsächlich noch fest beschäftigt und festangestellt sind. Gerade, ich kenne das bei den großen Kaufhausketten, an Supermarktketten, da sehen Sie insbesondere am Wochenende ab oder generell auch abends ab 18 Uhr sehen Sie doch eigentlich nur KommilitonInnen und Studis an der Kasse sitzen. Das sind alles mittlerweile Minijobs. Okay, diese Minijobs, die können auch zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung ausgeübt werden. Und Sie kennen vielleicht auch diese Diskussion darüber, hat man da wirklich noch einen Anreiz oder arbeite ich dann zusätzlich und bekomme am Ende sogar noch weniger Geld heraus. Also da gibt es sehr viele Fehlsteuerungen, die auch immer mal wieder diskutiert werden. Bei den geringfügigen Beschäftigungen ist es so, dass der Minijob steuer- und sozialversicherungsfrei ist. Jeder weitere Minijob wird dann damit zusammengefasst. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, muss aber pauschal 25% des gezahlten Arbeitsentgeltes abführen. Also diese Minijobs sind nicht komplett sozialversicherungsfrei, aber für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Die kurzfristigen Beschäftigungen sind lohnsteuerpflichtig, aber dann sozialversicherungsfrei. Da sehen Sie dann auch, da, das sind dann eben häufig die osteuropäischen Spargelernter, die dann dort dann diese Jobs erledigen. Dann gibt es
als weitere Form den MIDI-Job. MIDI-Job hört man selten. Das ist die Variante, dass Sie sich irgendwo zwischen 450 Euro und einem Cent und 1300 Euro Bruttolohn befinden. Und im Gegensatz zum Normalarbeitsverhältnis zahlen die ArbeitnehmerInnen den ArbeitnehmerInnenanteil an der Sozialversicherung nicht vollständig. Der Beitragssatz steigt mich gleitend an, bis er dann bei 1300 den normalen Anteil erreicht. Und die ArbeitgeberInnen zahlen unabhängig vom Bruttolohn den gleichen Anteil. Der müsste, wahrscheinlich ist er jetzt schon zum Januar wieder geändert worden, zumindest als wir die vorhin das letzte Mal aktualisiert haben, betrug der 19,325%. Und diese Höhe der Abgabensätze, die wird von der Bundesregierung festgelegt. Das sind erstmal die Beschäftigungsformen. Typisches Normalarbeitsverhältnis, Vollzeit, unbefristet. Alles andere sind sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse, wo ich dann schaue, was ich anders machen kann. Teilzeit, geringfügig beschäftigt, Telearbeit und Ähnliches. Dann kommen wir als nächstes zu den Arbeitszeitmodellen. Ich schaue mir also an, wie lege ich die Arbeitszeit fest. Arbeitszeit, trivialerweise, ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Pausen. Ich kann eine starre Arbeitszeit haben, dass ich sage 9 to 5, 8 bis 16 Uhr. In der Zeit habe ich zu arbeiten, Pause ist von 12 bis 13 Uhr. Ich kann aber auch eine flexible Arbeitszeit vereinbaren, also ist die Arbeitszeit ein Gestaltungsparameter, um natürlich auch MitarbeiterInnen besser motivieren zu können, um ihnen mehr Flexibilität geben zu können oder einfach auch um die ganze Arbeit humaner gestalten zu können. Freie Arbeitszeit würde bedeuten, ich habe in der Woche 40 Stunden zu arbeiten. Ich kann die Zeit völlig flexibel festlegen. Die Variante, die zwischen der völlig starren und der völlig flexiblen Arbeitszeit liegt, ist die Gleitzeit, die gleitende Arbeitszeit. Da sage ich zum Beispiel, ich habe einen Arbeitsbeginn zwischen 7 und 9 und ein Arbeitsende zwischen 16 und 18 Uhr. Und meine Arbeitszeit hat zwischen 7 und 9 anzufangen und zwischen 16 und 18 Uhr zu enden. Ja, das ist noch sehr starr. Es kann auch sein, dass ich sage zwischen 6 und 10 und zwischen 14 und 18 Uhr muss die Arbeit aufhören, muss jeder selber festlegen. Die Besonderheit ist, dass ich dort flexibler bin, ich aber trotzdem immer noch eine Kernarbeitszeit habe, zu der ich dann auf jeden Fall am Arbeitsplatz oder im Unternehmen bin. Das soll eben soll einfach dazu führen, dass Mitarbeiter nicht einfach sagen können, ich komme um 18 Uhr und ich gehe um 2 Uhr nachts. Ja, da ist niemand im Unternehmen, da ist eventuell auch gar nicht offen und meine KollegInnen können mich nicht antreffen und mich auch mal ansprechen. Also das soll natürlich schon gegeben sein und das Ganze kennen Sie jetzt vielleicht auch aus dem Bekannten, aus dem Freundeskreis, dass das Ganze natürlich auch jetzt beim Homeoffice versucht wird so zu machen, dass ich also schon auch eine Kernarbeitszeit habe, wo ich am Rechner sitzen sollte. Ja? Gut, eine variable Arbeitszeit, da habe ich eine gleitende Arbeitszeit, in der ich keine Kernzeit mehr habe. Und dann gibt es noch als weitere Form die Schichtarbeit, da arbeite ich in Schichten, dass ich zum Beispiel sage, diese Woche arbeite ich, nächste Woche habe ich frei. Heute Nacht arbeite ich, ich habe also Nachtschicht, ich habe Frühschicht. Das ist immer dann der Fall in Branchen, in denen ich einen Produktionsprozess nicht stoppen kann oder wo ich eine ständige Bereitschaft habe. Ein Krankenhaus schließt nicht um 18 Uhr und dann ist halt niemand mehr da und die Patienten sollen dann halt sehen, wie sie die Nacht überleben, sondern da muss ich natürlich eine ständige Bereitschaft haben und dann habe ich Nachtschicht, Tagschicht. Gut. Ne? Auch genauso rollierende Wochenarbeit, da geht es auch, dass ich sage, ich arbeite Montag, Dienstag, Mittwoch, da habe ich zwei Tage frei und dann gibt es wieder drei Tage. Je nachdem, was für ein Betrieb Sie sind, in welcher Branche ich tätig bin, habe ich dann solche Schichtmodelle. Wenn eine Mitarbeiterin mehr oder weniger arbeitet, dann ist es häufig so, dass ich dann ein Zeitguthaben, Zeitschulden aufarbeite. Ich habe dann ein Arbeitszeitkonto und dann sehe ich, wenn ich immer mehr arbeite, irgendwann habe ich dann auch mal 8 Stunden angesammelt und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich nehme mir einen Tag Zeit, ich nehme mir einen Tag frei, um meine Überstunden abzufeiern, wie es so schön heißt.
Ein persönlicher Tipp von mir. Ich hatte mal ein Praktikum gemacht und ich fühlte mich sehr unwohl oder einfach ziemlich gelangweilt. Und ich habe jeden Tag einfach noch 2 Stunden dran gehangen und am Ende hatte ich so viele Überstunden, dass ich eine Woche frei nehmen konnte. Das war dann so und man konnte nicht viel dagegen machen. Ich glaube, mein Arbeitgeber war aber nicht besonders glücklich darüber. Also als Praktikant sollten sie es vielleicht nicht machen. Ich habe es trotzdem getan und war nicht so gut. Na gut. Man kann auch Jahres- oder Lebensarbeitszeitmodelle machen. Das ist einfach die Erweiterung des Arbeitszeitkontos auf der Tagesbasis auf einen früheren Eintritt in die Rente oder vielleicht ein Modell, wo ich sage, ich arbeite jetzt mehr und dann habe ich ein Jahr frei. Dann nehme ich mein Sabbatical. Ja, soll natürlich Arbeits- und Privatleben ausgewogener gestalten und so etwas geht auch. Dann muss ich eben mehr vorarbeiten und kann das dann hinterher abfeiern. Auf dem Zeitkonto wird dann die täglich tatsächlich geleistete längere bzw. kürzere Arbeitszeit minutengenau erfasst. Das sind die Stechuhren, das sind die Arbeitszeituhren, häufig in großen Unternehmen irgendwo am Eingang platziert und jeder hat eine Chipkarte, hält die Chipkarte dran, loggt sich ein und geht dann wieder raus. Und so wird dann die Zeit erfasst. Was soll damit bezweckt werden? Man soll natürlich schauen, dass man auch genau die Arbeit, für die man bezahlt wird, vergütet bekommt und dass man die Zeit dann entsprechend ableistet. Ich gebe Ihnen 2 Geschichten aus meiner Berufswelt und meinem Berufsleben in der Privatwirtschaft. Ich war einmal Berater auf einem Projekt in einem großen DAX-Unternehmen und ich konnte dann jeden Morgen beobachten, wie ein Mitarbeiter, ich hoffe, er wurde entlassen, weil der war wirklich völlig inkompetent und frech. Der ist jeden Morgen ist der gekommen um, sagen wir mal, 8 Uhr oder 7:30 Uhr, relativ früh. Seine Freundin, Lebensgefährtin, arbeitete auch in dem Unternehmen und die kamen dann morgens rein, haben sich bei dem Kartenlesegerät eingeloggt und sind dann erstmal direkt in die Kantine gegangen und haben dann dort gemeinsam gefrühstückt. Die Abteilungsleiterin, machte Teilzeit und war im Homeoffice. Die hat sowas irgendwie nicht mitbekommen oder wollte das nicht mitkriegen. Und der Mitarbeiter und seine Lebensgefährtin, die sind dann erstmal in die Kantine gegangen und haben dann da 1,5 Stunden gefrühstückt. Auf Zeitkonto. Und ja, so kann man natürlich seine 8 Stunden am Tag auch gut rumbringen. Ein anderes Beispiel, bei besagtem Praktikum, war das dann so: Sommer 2005, wahnsinnig heiß, super heißer Sommer. Die Abteilung war in einem Dachgeschoss untergebracht, ohne Klimaanlage. Man hat geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Heißester Tag des Jahres. Und der Abteilungsleiter, leitende Angestellte, waren in dem Unternehmen nicht in der Zeiterfassung. Die konnten kommen und gehen, wann sie wollten und auch zu Hause arbeiten. Alle anderen mussten, waren in der Zeiterfassung. Und dann sagte der Abteilungsleiter ganz wohlwollend, er ging um 15 Uhr und sagte dann: Machen Sie mal nicht so lange. Ne? Es ist ein heißer Tag. Gucken Sie mal, dass Sie nach Hause gehen. Ja? Also heute ist echt zu lange. Er ging raus als Erster, die Tür klappte zu und sofort sagte sein Stellvertreter richtig laut: Ja, du kannst, also ihm hinterher, ohne dass er das hören konnte: Ja, schön, dass du das machen kannst. Du bist ja auch nicht in der Zeiterfassung. Weil, wenn wir, also auch ich als Praktikant, wenn wir gegangen wären, wir hätten dann 2 Minusstunden gehabt. Wir hätten an einem anderen Tag dann 2 Stunden länger arbeiten können. Er, weil er nicht in der Zeiterfassung war, konnte das natürlich sehr bequem machen. Aber dann natürlich den Mitarbeitern in der Zeiterfassung noch zu sagen: Machen Sie mal nicht so lange. Die 3 Stunden, die Ihnen dann fehlen, die können Sie irgendwann anders mal abfeiern. Dann kommen Sie halt um 5. Ja? Das ist also auch nicht so gut. Ne? Zeitkonten, die haben schon ein gewisses Konfliktpotenzial. Gut. Okay. Lebensarbeitszeitkonten. Da geht es ja darum, dass ich Mitarbeiter früher in die Rente schicken kann, dass Mitarbeiter nicht so lange arbeiten, dass sie auch zwischenzeitlich mal ein Sabbatical-Jahr nehmen können. Und ja, das sind Lebensarbeitszeitkonten. Und ich denke, ist auch selbsterklärend. Vertrauensarbeitszeit. Da ist es einfach so, dass MitarbeiterInnen ihre individuell zu leistende Arbeitszeit anhand ihrer Aufgaben und Projekte nach eigenem Ermessen festlegen können.
ist häufig bei leitenden Angestellten so. Und es ist im Grunde genommen auch so, wenn Sie mit Ihrem Master irgendwann mal fertig sind, wenn Sie dann bei einem Unternehmen anfangen, in der Regel, wir kommen noch dazu, sind Sie dann eigentlich leitende Angestellte. Und bei leitenden Angestellten sieht es dann eigentlich so aus, Ihr Arbeitsvertrag, sie wird so aussehen, dass dort drin steht, es sind 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Da guckt aber niemand mehr drauf, ob Sie 35 oder 40 oder 60 Stunden arbeiten, weil jeder weiß, Sie sind leitender Angestellter, Sie wollen sicherlich nicht auf dem Gehalt bleiben, Sie wollen auch befördert werden, dann arbeiten Sie 60, 70 Stunden. Ja, da muss niemand mehr mit dem Zeitkonto Ihnen hinterherrennen. Das ist häufig bei leitenden Angestellten so. Ja, dann vertraue ich einfach darauf, dass Sie schon die Arbeitszeiten erfüllen. Ich habe nicht die Kontrollkosten, ich habe eine höhere Motivation, ich habe auch nicht diese Bürokratie mit den Zeitkonten. Und es ist eh klar, Sie werden schon mehr arbeiten. Das ist das Lustige auch bei Beratungsgesellschaften. Ja? Auch in einem Arbeitsvertrag, was glauben Sie, wie sieht das aus? Bei McKinsey, BCG oder anderen Beratungsgesellschaften. Der Arbeitsvertrag, da wird ja nicht drinstehen, Sie sind hier Sklave der Beratungsgesellschaft und wir verlangen 100 Stunden die Woche, sondern dort wird drinstehen, so wie es bei mir auch in den Arbeitsverträgen drin stand, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Punkt. Heißt also, Sie arbeiten 40 Stunden, die Zeit wird nicht erfasst und alles, was Sie mehr arbeiten, ist bereits mit Ihrem Gehalt abgegolten, also dürfen Sie sich auch nicht beschweren. Es gibt immer mal wieder lustige Anekdoten, dass tatsächlich Menschen so naiv sind und in der Beratung anfangen und dann hinterher sagen, also ich gehe jetzt aber um 5, also mein Arbeitsvertrag sagt 40 Stunden, ja. Diese Personen überleben die Probezeit nicht. Gehen Sie nicht davon aus, dass wenn Sie mehr als 50.000 im Jahr verdienen, dass Sie dann mit einem solchen Gehalt sich auf irgendeine Arbeitszeit in Ihrem Arbeitsvertrag sich darauf beziehen können. Ab einem gewissen Gehalt haben Sie einfach da zu arbeiten. Wenn es dann wirklich zu viel geht, dann müssen Sie sich einen anderen Arbeitgeber suchen oder einfach mal mit dem Chef reden oder der Chefin. Ja, genau das ist das Problem. Es kommt dann zu Gruppendruck, wenn alle MitarbeiterInnen einer Abteilung unentgeltlich länger arbeiten kleingeschrieben, müssen wir mal korrigieren. Sehr beliebt ist das auch in der Arbeitskultur Japans. Da ist das berühmt-berüchtigt, nicht mehr ganz so schlimm heutzutage, früher noch viel schlimmer. Die MitarbeiterInnen gehen, wenn der Chef, die Chefin geht, und die MitarbeiterInnen gehen erst dann, wenn es möglichst spät ist, weil die Konkurrenz soll denken, wenn hier das Licht brennt, hier arbeiten noch alle und teilweise sitzen dann die MitarbeiterInnen einfach nur noch am Ende da und lesen Zeitungen, einfach nur um die Konkurrenz ein bisschen zu foppen. Also gerade in Japan, früher gab es sehr skurrile Traditionen in der Arbeitswelt, aber den Gruppendruck, der ist natürlich klar. Ich habe das selber erlebt, das war mir immer sehr unangenehm. Ich habe während meines Auslandssemesters in Japan einem Rechtsanwalt in Osaka Nachhilfe gegeben bis 21 Uhr. Und das war total unangenehm. Der Chef hatte da sein Privatvergnügen. Er nahm nämlich Nachhilfe in Latein bei mir. Und die gesamte Firma blieb halt bis mindestens 21 Uhr, weil der Chef war ja noch da. Auch selbst wenn er da nur seine privaten Späße gemacht haben. Und da taten die MitarbeiterInnen mir immer sehr, sehr leid, dass sie darauf warten mussten, bis ihr Chef da Cäsar übersetzt hatte. Aber gut, das ist dann nur mal so. Genau, das sind die Arbeitszeitmodelle. Dann kommen wir jetzt als nächstes noch zu der Arbeitsentgeltgestaltung. Wie kann ich die Mitarbeiter bezahlen? Schwieriges Thema, nämlich ich muss das Gehalt festlegen. Und ich kann, wenn ich jetzt das Gehalt mir überlegen möchte, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe 3 Pizzerien, ich kriege die nicht mehr gemanagt. Ich stelle jetzt für eine Pizzeria eine Geschäftsführerin, einen Geschäftsführer ein. Und wie lege ich das Gehalt fest? Einerseits Leistungsgerechtigkeit, zweitens Bedarfsgerechtigkeit oder drittens Marktgerechtigkeit. Gehen wir mal durch. Leistungsgerechtigkeit sagt, relative Leistungsgerechtigkeit, die ist dann gegeben, wenn die Höhe des Entgelts ausschließlich von der Leistung bestimmt wird. Wenn ich also sage, was wird denn da geleistet? Die Geschäftsführung 40 Stunden die Woche,
einer Pizzeria-Filiale. Da muss ich mir überlegen, was sollte man denn für diese Leistung zahlen? Ich kann das noch weiter unterteilen, indem ich sage, Qualifikationsgerechtigkeit, was muss ich denn zahlen, um eine Person zu bekommen, die diese Qualifikation mitbringt? Was sind die Anforderungen an den Job und was ist das Ergebnis? Ergebnis könnte bedeuten, wenn ich jetzt also sehe, diese Filiale erwirtschaftet den und den Gewinn und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter in einstelle als Geschäftsführerin und ich bekomme dann das und das verbesserte Ergebnis, dann orientiere ich die Bezahlung an diesem Ergebnis. Was sind die Anforderungen daran? Ja, ich muss jeden Tag da stehen, ich muss die Mitarbeiter motivieren, ich muss dafür sorgen, dass alles läuft. Das wären die Anforderungen an den Job. Und was ist die Qualifikation? Ja, ich würde sagen, vielleicht würde ich sagen, für so eine Stelle Studienabschluss, mindestens Bachelor und 1-2 Jahre Berufserfahrung in der Branche. So, auf Basis dieser Grundlage müsste ich dann jetzt mir ein Gehalt überlegen. So. Ja, Qualifikationsgerechtigkeit ist relativ einfach. Da sage ich, ist das eine ungelernte, ist das eine angelernte Tätigkeit? Brauche ich eine abgeschlossene Berufsausbildung? Brauche ich einen Studienabschluss? Brauche ich eventuell sowas wie die Zulassung, die Befähigung zum Richteramt, das Steuerberaterexamen, noch weitere Qualifikationen? Ja, schwierig, weil dadurch, dass wir so viele Weiterbildungsstudiengänge und Ähnliches haben, könnten Sie mir jetzt sagen, ob ein Bachelorabschluss der Biologie gleichbedeutend ist mit einem Master in Soziologie? Ja, wer soll jetzt mehr Geld bekommen? Schwierig. Also theoretisch kann ich mir das jetzt heranziehen und kann mir auf Basis dieser Qualifikation, kann ich jetzt hier eine Abstufung vornehmen, aber seien wir ehrlich, praktisch ist das sehr schwierig. Ne? Und einerseits erwarten natürlich die BewerberInnen, dass die Qualifikationen berücksichtigt werden. Andererseits bin ich aber natürlich als Arbeitgeber nur bereit, das zu bezahlen, was ich auch benötige. Einfaches Beispiel. Ich habe jetzt eine Bewerberin für meinen Posten als Geschäftsführerin meiner Filiale. Und die Bewerberin sagt, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre, ich habe einen Abschluss in BWL, ich habe einen Master in BWL, ich habe aber auch parallel eine Ausbildung als Krankenschwester oder aber ich bin voll ausgebildeter Arzt, voll ausgebildete Ärztin. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, gut, das kann mal praktisch sein, wenn alle 5 Jahre ein Kunde bei mir in der Filiale einen Herzinfarkt bekommt, weil er an der Pizza irgendwie erstickt ist, keine Ahnung. Aber die Qualifikation brauche ich ja nicht für den Posten als Geschäftsführerin meiner Pizzeria-Filiale. Ja? Oder aber ich sehe jetzt, dass da jemand kommt und sagt, ich habe einen Bachelor und einen Master in Biochemie. Würde ich sagen, Bachelor brauche ich schon nicht, Master brauche ich schon nicht. Das Fach ist nicht relevant, brauche ich beides nicht. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Bachelor in BWL und einen Master in BWL, könnte ich ja an der Stelle vielleicht auch sagen, Master ist wissenschaftsorientiert, ist forschungsorientiert, benötige ich jetzt für diese Position gar nicht. Hast du denn wenigstens 2-3 Jahre Berufserfahrung in einem Pizzeria-Geschäft? So. Also ich zahle natürlich nur für die Qualifikation, die ich brauche. Umgekehrt, Mitarbeiter oder BewerberInnen werden natürlich auch sagen, ich möchte für jede Qualifikation auch schon belohnt werden. So. Also muss ein qualifikationsgerechtes Entlohnungssystem festlegen, ob es sich ohne inhaltliche Prüfung an formalen Abschlüssen orientiert. Sage ich einfach, ich will einen Bachelorabschluss. Nebenbei, in bestimmten Berufen ist das natürlich zwingend so. Ein Krankenhaus wird nur Ärztinnen und Ärzte einstellen. Ohne diesen formalen Abschluss, also die formale Approbation durch die Ärztekammer, kann dann niemand eingestellt werden. Ja, auch ein Steuerberater. Wenn ich einen Steuerberater, eine Steuerberaterin suche, brauche ich jemanden mit diesem formalen Abschluss. Ich muss mir überlegen, inwieweit ich Mehrfachqualifikationen berücksichtige und wie stark ich auch Abstufungen hinsichtlich dieser Qualifikationsstufen vornehme. Dann komme ich als nächstes zur Anforderungsgerechtigkeit. Ich muss mir überlegen, was sind denn die Anforderungen an die potenziellen BewerberInnen und Bewerber. Ich habe da zum einen das sogenannte summarische Verfahren. Ich schaue mir die Arbeit als Ganzes an und ordne sie je nach Schwierigkeitsgrad einer Abfolge von Lohngruppen zu. Ganz einfach, ich könnte ja sagen, ich mache in meinem Unternehmen jetzt eine Hierarchie und
jetzt machen wir mal ein praktischeres Beispiel, nämlich nicht Pizzeria, oder praktisch wäre das ja natürlich genauso, aber sagen wir, ich gründe jetzt eine Unternehmensberatung. Ich mache jetzt die Professor Weiß Consulting Company auf und ich gründe jetzt die folgenden Stufen. Ich habe Analyst, die bekommen 40.000 Euro Jahresgehalt. Ich habe dann Consultants, wenn sie also 2 Jahre gearbeitet haben, als Analyst und ich sie befördere, dann bekommen sie 60.000 bis 70.000 Euro. Und dann die nächste Stufe ist ein Manager. Alles in der männlichen Form, das ist aus dem Englischen so üblich, dass man da nur die männlichen Form nimmt. Als Manager verdienen sie 90.000 bis 120.000, sind hoffentlich so einigermaßen realistische Werte. Senior Manager sind sie bei 120, sagen wir, bis 140.000, so. Und Partner über, also mehr als 120.000 plus. So, dann habe ich ein summarisches Verfahren angewendet. Ich habe je nach Schwierigkeitsgrad, je nach Anforderung der einzelnen Positionen, die definiere ich ja klar, habe ich jetzt hier Lohngruppen geschaffen und sage einfach, erste Person aus ihrer Gruppe, wenn jetzt jemand hier schon vielleicht noch was anderes studiert hat, dann bewerben sie sich und ich stelle sie hier als Manager ein. Einige von Ihnen sind jetzt im ersten Semester, haben nur in Anführungszeichen Abitur. Sie können bei mir als Analyst anfangen und dann ordne ich Sie gemäß des summarischen Verfahrens einfach diesen Lohngruppen zu. Das analytische Verfahren geht dann so vor, dass ich die Bezahlung, die Löhne festlege, nachdem ich die Arbeitsschwierigkeiten differenziert mir angeschaut habe. Dass ich also zum Beispiel sagen würde, ich gucke mir jetzt an, was ist denn auf der Managerposition dort eigentlich nötig. Also, ich justiere mich erstmal auf der Normalleistung. Ich untersuche dann, wie stark verschiedene Anforderungsarbeiten am Arbeitsplatz vertreten sind. Das Ganze dreht sich eher wirklich um Arbeitsplätze am Fließband, dass ich sage, gehen wir jetzt mal wieder zurück zu meiner Pizzeria, dass ich sage, ich habe jetzt meine MitarbeiterInnen. Steht jemand am Ofen? Ja, nein. Ja, also Anforderungsarten am Arbeitsplatz vertreten, Vergabe von Punktewerten, Belastung. Dass ich zum Beispiel sage, ich bezahle jetzt, es gibt einen Punktewert für körperlich anstrengende Tätigkeiten. Ich muss den ganzen Tag kneten. Ein Punkt. Die Person, die an der Kasse steht, hat nicht diese Belastung, kein Punkt. Dann sage ich, die Personen, die in der Nähe des Ofens stehen, bekommen einen Punkt. Also der Pizzabäcker, der reinschiebt, aber auch die Person, die die Pizza rausnimmt und in eine Box packt. Auch sehr heiß, Belastung, ein Punkt. Und so differenziert gehe ich mir jetzt die Anforderungen an meine Tätigkeiten durch, erstelle so einen Punktwert und sage dann einfach, für jeden Punkt gibt es 4 Euro Stundenlohn. Und dann komme ich dann über dieses analytische Rangreihenverfahren zu einer Bezahlung. Gut. Ergebnisgerechtigkeit ist relativ klar. Ich gucke mal das Ergebnis an. Geschäftsführerin meiner Pizza-Filiale, wenn sie gut arbeitet, soll sie viel Geld bekommen. Wenn sie wenig arbeitet, soll sie wenig bekommen. Heißt, Faule, in Anführungszeichen, müssen Lohnabschläge hinnehmen. Fleißige müssen Anreiz bekommen und müssen mehr bezahlt werden. Wäre einfach Ergebnisgerechtigkeit, indem ich sage, die Position als Filialleiterin bringt 50.000 Euro plus variable Vergütung. Variable Vergütung und die variable Komponente sieht so aus, Umsatz, sagen wir, 0,3% vom letzten Jahresumsatz. Jahresumsatz der Filiale. Das wäre eine Ergebnisgerechtigkeit, heißt, ich habe ein Fixgehalt und es gibt 0,3% vom letzten Jahresumsatz der Filiale on top. Heißt, die Mitarbeiterin, die Geschäftsführerin hat hier einen Anreiz, den Umsatz der Filiale zu steigern, weil dann bekommt sie am Ende auch mehr Geld. Ja? Ganz einfach Ergebnisgerechtigkeit, dass ich sage, ich orientiere meine Bezahlung am Ergebnis.
Bei dispositiven Arbeiten ist aber natürlich die Ergebnisbewertung schwierig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Leiter der Einkaufsabteilung für ein großes Unternehmen. Dann können Sie ja ganz schwer nur überhaupt den Beitrag dieses Mitarbeiters zum Gesamtergebnis messen. Bei der Filiale geht das natürlich einfach, aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie sind Gesamteinkäufer für Vapiano, für ich weiß nicht was, für L'Osteria oder ähnliches. Dann ist diese Ergebnisbewertung schwierig und es muss dann eher im Mitarbeiterinnengespräch rausgefunden werden, was sie gemacht haben, wie gut sie gearbeitet haben, was denn ihr Ergebnis eigentlich war. Und dann muss der Vorgesetzte, die Vorgesetzte muss dann entscheiden, ob dann dort mehr bezahlt wird oder nicht. Ja, und am Ende kommen wir zum schwierigen Thema Marktgerechtigkeit. Das ist schön, diese Komponente hier, die variable Komponente in der Bezahlung. Na, jetzt geht irgendwie, so, gehen wir mal so rüber. Problem ist natürlich, jetzt gibt es die andere Pizzeria am Ort und die zahlt einfach 70.000. So. Bums. Die Geschäftsführerin kommt nicht zu mir, geht zur Konkurrenz. Am Ende sind das alles Marktpreise, nämlich Sie als Marktteilnehmer stellen Arbeit zur Verfügung auf dem Arbeitsmarkt und der Lohn ist der Preis für Ihre Arbeit. Auch in der VWL denken Sie dran, es ist nicht so, dass Arbeitgeber Unternehmen Arbeit zur Verfügung stellen. Sie als MitarbeiterInnen stellen Ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Das heißt, Sie sind Anbieter von Arbeit auf dem Arbeitsmarkt und die Unternehmen zahlen für das Produkt, für Ihre Dienstleistung. Und wenn natürlich jemand mehr zahlt, ja, klassischer Fall hier. Sie können ja gleich mal in den Chat schreiben, ich gehe jetzt noch nicht rein, das mache ich nach dem Ende der Aufzeichnung. Sie können ja mal reinschreiben, wo Sie glauben, dass Marktgerechtigkeit und Markt oder dass Löhne in einem Bereich unseres alltäglichen Lebens ganz extrem nur durch Marktgerechtigkeit festgelegt werden und nicht durch Ergebnisgerechtigkeit. Da sind nämlich die Löhne völlig entkoppelt von der Ergebnisgerechtigkeit. Marktgerechtigkeit heißt einfach nur, der Lohn ist das Ergebnis von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Heißt, wenn Sie eine Tätigkeit anbieten, wenn Sie eine Arbeitskraft darstellen und anbieten, die besonders rar ist, kriegen Sie ein sehr hohes Gehalt. Wenn Sie irgendwas anbieten, was jeder kann, also beispielsweise Pizza ausfahren, dann ist der Lohn relativ niedrig. Das wird dann natürlich in den Tarifverhandlungen thematisiert und dann versuchen Gewerkschaften und ArbeitgeberInnenverbände auf der anderen Seite, versuchen dann in den Tarifverhandlungen hier auch diesen Marktpreis dann neu festzulegen und für ganze Lohngruppen dann auch hier zu vereinbaren und zu verhandeln. Und je nachdem, was es für Tätigkeiten sind, hat dann mal die eine oder die andere Seite mehr Marktmacht. Und wir kommen dann am Ende hoffentlich zu einer für alle Seiten befriedigenden Tariflohnstruktur. Ja, wenn ich überdurchschnittlich gute MitarbeiterInnen haben möchte, dann muss ich übertariflich zahlen. Das machen Unternehmen. Andere Unternehmen brauchen gar keinen Tarifvertrag. Unternehmensberatungen brauchen keinen Tarifvertrag. Da ist jedes Gehalt sowieso frei verhandelt, weil es nur noch leitende Angestellte letztlich sind. Und wenn Sie besonders gute MitarbeiterInnen haben möchten, dann müssen Sie übertariflich zahlen. Ja, dann habe ich die Marktgerechtigkeit. Gut, weil wir dann an der Stelle zu den Tarifverträgen kommen und das ein großes Thema ist, würde ich sagen, hören wir an dieser Stelle jetzt für heute auf. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich beende die Aufzeichnung und dann können wir noch Ihre Fragen dann außerhalb der Aufzeichnung beantworten. Dankeschön.